Heute beim elektrischen Reporter: betreutes Einkaufen, ein neues Bein und Kartenspiele. Elektrischer Reporter. Ich habe sie erwartet. Viele Menschen, hauptsächlich Männer, leiden an einer Behinderung, die es ihnen äußerst schwierig macht, an unserer Konsumgesellschaft teilzuhaben. Sie können nicht shoppen. Sie brauchen Hilfe beim Kauf von Socken, Pullovern oder kurzen Übergangsjacken. Und diese Hilfe können sie nun online finden, wie unser erster Beitrag zeigt. Mitten in Manhattan, eine Party junger Designer während der New York Fashion Week. Eingeladen hat AHA Life, eine der führenden Curated Shopping-Plattformen in den USA. Curated Shopping? Der Nutzer wird von einem Stilberater angeleitet, der ihm Kleidung zum Kauf vorschlägt. Luxus soll es nicht mehr nur in edlen Läden geben, sondern auch online. Dabei geht es nicht länger um den günstigsten Preis. Vorne liegt, wer individuelle Betreuung und die beste Geschichte liefert. Es geht immer nur um die gute Geschichte. Shopping soll eine Erfahrung sein und das haben wir geschafft. Die Leute kaufen heute nicht einfach was von der Stange. Sie wollen die Geschichte dahinter wissen. Unsere Sachen sind handgefertigt in Indien. Und jedes Stück heißt nach der Person, die es gemacht hat, nicht nach uns. Und ist datiert auf den Tag, an dem es fertig wurde. Wir verkaufen dir nicht einfach nur ein Produkt. Ich glaube, alle Designer werden früher oder später auf diesen Zug aufspringen. Man will doch immer was anders machen, eine Innovation schaffen. Und das ist ein großartiger Anfang. AHA Life residiert in einem Loft im Meatpacking District. Früher war hier Rotlicht, heute sind die Preise Oberklasse. Passend zu den Luxusartikeln, die das Portal listet. Neben Bloggern und Gurus empfehlen Modepromis wie Donna Courant oder Lauren Bush Produkte, die man weder kennt noch braucht und trotzdem haben will. Für Gründerin Shauna May ist das kuratierte Einkaufen die digitale Version weiblichen Shoppings. Viele meiner männlichen Freunde hassen Shopping. Sie gehen einkaufen, wenn es heißt: oh nein, ich brauche neue Unterhosen. Sie gehen rein ins Kaufhaus, fragen, wo die Unterhosen sind, finden, kaufen, gehen wieder raus. Aber Frauen, die sagen: hey, habt ihr schon was vor am Samstag? Lass uns shoppen gehen. Wir wissen nicht, was das eigentlich ist. Wir gehen einfach raus und durchstöbern Läden und kommen mit 3 Taschen voller Zeug zurück, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen. Dieses Verhalten gibt es online heutzutage nicht. Und das ist es, was wir versuchen zu kreieren. Für ihr Luxusportal hat Shauna May bislang mehr als 20 Millionen Dollar Kapital eingesammelt. Viel Geld, aber eher wenig, wenn man bedenkt, dass alleine die Online-Modebranche in den USA dieses Jahr 40 Milliarden Gewinn einfahren wird. Doch Luxus, sagt Shauna May, kommt gerade erst an im Netz. Wir glauben, dass die Luxusindustrie momentan der interessanteste Raum für Ideen ist, weil das eine Industrie ist, in der 99% der Marken offline sind. Viele, die auf unserer Seite zu finden sind, verkaufen zum ersten Mal überhaupt etwas im Internet. Inzwischen ist Curated Shopping auch in Berlin angekommen. Der große Trend hier: Stilberatung. Mal misst man sich per Webcam, mal kommt der Schneider selbst vorbei. Schon ein halbes Dutzend Startups gibt es. Corinna Powalla war vor einem Jahr die erste, die auf diese Idee kam. Durch meinen Freund, der jetzt auch nicht gerade sehr gerne einkaufen geht. Ihm habe ich öfters immer wieder mal was mitgebracht und dann wieder zurückgetragen in die Kaufhäuser, das, was ihm nicht gefallen hat oder gepasst hat. Ja, und da bin ich auf die Idee gekommen, dass man sowas eigentlich flächendeckend einführen könnte, weil ich eben auch durch meine ehemaligen Arbeitskollegen festgestellt habe, dass da irgendwie so dieses selbe Verhalten vorherrscht. Shoppingmüde Männer beantworten auf modomoto.de Fragen zu Kleidergrößen und Lieblingsfarben. Nach einem Telefonat mit der Stylistin kommt die Ware, obendrauf ein handgeschriebener Zettel. Die Geschichte zum Produkt. Die Firma ist gerade in ein Kreuzberger Loft gezogen und wächst schneller, als die Chefin zählen kann. Ich weiß gar nicht, wie viele wir im Moment sind. Das schwankt, weil es wöchentlich mehr werden. Aber ich glaube, wir waren mal 15 diese Woche. Wie viel Kapital die Gründerin von ihren privaten Investoren eingesammelt hat, will sie nicht sagen. Nur so viel. Mehrere hundert Pakete verlassen jeden Tag das Loft. Häufiger auch mal an dieselbe Adresse. Wir verschicken sehr, sehr viele Pakete in Büros.
Und sobald ein Paket im Büro angekommen ist, merkt man, dass wir neue Kunden dadurch generieren. Das heißt, es hat auch so eine gewisse Viralität. Wir haben zum Beispiel mehrere Familien, wo wir die Männerwelt komplett ausstatten. Da sind jetzt alle Cousins schon abgedeckt und alle Brüder. Das zieht sich einfach so durch und so ist es halt im Büro auch. Der treue Kundenstamm schickt wenig zurück und die Vorlieben gibt Modomoto weiter an die Labels. Die Zeiten des massenhaften Hin- und Herschickens und des ruinösen Preiskampfes scheinen vorbei. Curated Shopping stillt die Sehnsucht nach privilegierten, individuellen Erfahrungen beim Konsum. Und das passt aus New Yorker Sicht perfekt zur hiesigen Mentalität. Meiner Meinung nach funktioniert Curated Shopping in Europa besser als irgendwo anders, weil ich erlebt habe, als ich dort war, dass meine Kollegen und Freunde eine viel höhere Achtung für Qualität hatten. Jeder Kauf war für sie eine Investition, nicht einfach nur ein "Ich kaufe das jetzt und schmeiß es irgendwann weg". Das entspricht eher der amerikanischen Philosophie. Bisher hat niemand in Deutschland das Promi-Prinzip von Aha Life kopiert. Modomoto und dessen Berliner Konkurrenten beweisen aber schon jetzt: Unsere besten Modeberater warten nicht mehr im Kaufhaus, sondern im Internet. Einkaufen kann man heutzutage nicht nur Kleidung, Möbel oder Medien, sondern auch Körperteile. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Heinrich Popov, ich bin Sprinter und Weitspringer, habe jetzt den Höhepunkt meiner Karriere in London erlebt, habe die Goldmedaille über 100 Meter gewonnen, die 200 Meter mit dem dritten Platz abgeschlossen und bin im Weitsprung Vierter geworden. Im Alter von 9 Jahren ist mir mein Bein amputiert worden aufgrund einer Krebserkrankung. Sport war für mich früher Rehabilitationsmaßnahme, jetzt ist das komplett mit dem Leistungsgedanken verbunden und ich versuche immer an die Grenzen meiner Möglichkeiten zu gehen. Es gibt eigentlich gar keinen Unterschied zwischen einem behinderten und einem nicht behinderten Sportler. Zunächst einmal machen wir Leichtathletik und da laufen wir alle mit der Uhr, gegen die Uhr und auf eine gewisse Distanz. Deswegen ist der Sport die perfekte Grundlage, um als Mensch gesehen zu werden. Die Akzeptanz für den Behindertensport wird von Paralympics zu Paralympics immer höher. Wobei der Sport immer mehr in den Fokus kommt und die Behinderung in den Hintergrund gerät. Und das ist das Schöne für uns. Wir sind leistungsfähig und das können wir auch zeigen. London war perfekt. London hat uns durch die ganzen Wettkämpfe getragen. Ich selber habe den Punkt, wo ich normalerweise sterbe, bei 200 Meter total verpasst, weil die Briten ausgerastet sind. 80.000 haben mich einfach durch die Ziellinie getragen. Und die Akzeptanz der Leistung, die hätte ich mir nie so erträumt. Das war für die Sport pur und die haben das gelebt, jeder Einzelne im Stadion. Und das war genial. Es war sehr schwer am Anfang, irgendwie Twitter zu akzeptieren, weil ich eher der persönliche Kommunikator bin. Aber ich habe über die Zeit gelernt, dass Twitter mir so eine Art Bestätigung gibt und auch mir eine ganz andere Grundlage bietet, meine Message, die ich habe oder die Art und Weise, die ich transportieren möchte, mit dem, was ich mache, nach außen hin zu tragen. Und habe sehr viele Befürworter gefunden, Leute, die stolz auf mich sind, die mit mir den Weg gehen, nicht nur persönlich, sondern auch im Internet. Kommen wir nun von den Paralympischen Spielen zu Kartenspielen. Poker kannten die Menschen des 20. Jahrhunderts meist nur aus Westernfilmen. Aber ausgerechnet das Internet hat aus dem einstigen Kneipen-Hinterzimmersport einen Breitensport gemacht, wie unser nächster Beitrag zeigt. Arne Schmidt und Stefan Schüttler sind leidenschaftliche Pokerspieler. Beide wurden vom Pokerboom der letzten Jahre erfasst, gehen ihrer Passion aber auf unterschiedliche Weisen nach. Während Stefan Live-Poker bevorzugt, spielt Arne im Netz.
Das Pokerspiel mit seiner Mischung aus Glück und Strategie ist wie geschaffen für das Internet. Pokerportale sind Anlaufstelle für Gelegenheitsspieler und Berufsspieler, wie Ex-Profi Arne. Manchmal geht es dabei um große Summen. Da kann es dann wirklich passieren, dass sich so einer von diesen Profis dann im Skype meldet und dann irgendwie sagt, ja, gestern war kein guter Tag, ich habe 200.000 verloren. Oder sozusagen halt sagt, ja, letzte Woche lief ganz gut, ich habe 400.000 gewonnen. Erst das Internet hat eine breite Profiszene ermöglicht. Im Netz wird überwiegend Texas Hold'em gespielt. Anders als im Saloon geht es hier vor allem um Strategie. Online gelten dabei die gleichen Regeln, aber andere Gesetze. Wo Stefan am Tisch immer ein Spiel nach dem anderen machen muss, kann Arne nun 20 bis 30 Hände parallel absolvieren. Und was am Tisch den guten Spieler ausmacht, gespielte Karten und offene Möglichkeiten im Kopf zu kalkulieren, spielt im Netz keine Rolle mehr. Diese Arbeit erledigt ein Programm. Also das nennt sich Tracking-Software und das ist im Prinzip so eine Datenbank, die schreibt das Verhalten meiner Spieler und von mir auch selber mit. Bunte Zahlen neben den Namen seiner Mitspieler geben ihm die nötigen Informationen über deren und das eigene Spielverhalten. Arne sieht nur diese Daten statt der Gesichter seiner Kontrahenten und muss daraus seine Schlüsse ziehen. Ein Nachteil, findet Stefan. Ja, beim Live-Poker kann ich natürlich die anderen Spieler ganz anders beobachten. Wie sie sitzen, ob sie sich bewegen, die Mimik, die Gestik, wie sie setzen, das fällt beim Online-Poker alles aus. Der Vorteil der Online-Variante? Je mehr Spiele absolviert werden können, desto geringer schlägt der Glücksfaktor zu Buche. Ingo Fiedler hat auf Basis von Daten aus Online-Pokerspielen das Verhältnis von Glück und Geschicklichkeit untersucht. Also spiele ich eine Hand, ist es nur Glücksspiel. Spiele ich unendlich viele Hände, ist es nur ein Geschicklichkeitsspiel. Das heißt, es gibt irgendwo einen Punkt, das ist die kritische Wiederholungshäufigkeit. Ab der wird das Spiel von einem Glücksspiel zu einem Geschicklichkeitsspiel. Poker wird dadurch scheinbar berechenbar und zieht Millionen Spieler in den Bann. Die Möglichkeit, online viele Spiele bequem von zu Hause aus zu bestreiten und damit auch noch Geld zu verdienen, ist einfach zu verlockend. Doch ein Gewinn ist keineswegs garantiert. Jedenfalls nicht für die Spieler. Die Pokerportale aber verdienen bei jedem Spiel. Ingo Fiedler hat ermittelt, dass die Branche weltweit 3,6 Milliarden Dollar Gewinn macht. Die Spieler zahlen ein auf ihre Spielerkonten und dann spielen sie gegeneinander. Der eine Spieler gewinnt, der andere Spieler verliert. Im Schnitt verlieren sie natürlich alle, weil es ein Nullsummenspiel ist, allerdings der Anbieter Geld rauszieht in Form von Gebühr. Und während die Gewinne der Anbieter häufig in Steueroasen landen, bleiben die Spieler auf ihren Verlusten sitzen. Arne hat seine Strategie, mit Pokergeld zu verdienen, gewechselt. Er arbeitet als Coach für PokerStrategy.com und verdient sein Geld, indem er anderen das Spielen beibringt. Stefan spielt nicht am Rechner, sondern in einem Verein. Dort wird gänzlich auf jeden Geldeinsatz verzichtet. In der Einschätzung, was das Pokern ausmacht, bleiben beide unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, dass es beim Poker, dass der Einsatz wichtig ist. Das muss aber nicht zwingend Geld sein, sondern es kann auch einfach Motivation sein, es kann Begeisterung sein. Ich glaube, ohne Einsatz wird es schnell langweilig. Aber im Prinzip musst du Poker um Geld halt spielen, denn ansonsten würden die Leute das Spiel einfach nicht ernst nehmen. Also du brauchst ja immer irgendeine Motivation, damit die Leute Spaß daran haben. Und das ist auch sehr gut, dass das beim Pokern Geld ist, weil dadurch lässt sich damit Geld verdienen. Ne? Das Internet hat aus dem Spiel Poker ein Geschäftsmodell gemacht. Mit der Western-Romantik vergangener Tage hat das nichts mehr zu tun. Außer vielleicht einer Goldgräberstimmung. Ich bin seit 30 Jahren in der Politik. Das ist Glücksspiel genug. Horst Seehofer. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.